So, letzte Rennen heute und auf geht's. Und dann haben wir noch zwei und dann sind wir mit der Leiste schon mal durch. Nehmen wir den hier mit. Okay. Havanna, Kuba. Frischen Kaffee am Start. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das. Und ich glaube, das Rennen geht gleich los. Viel Glück da draußen. Dankeschön. So, wie viel haben wir denn noch hinter uns? Zwei Autos, 14 sind wir momentan. Kriegst. Aua, dankeschön. So viel zum Thema, wir sind 14er, wir waren schön dabei. Und da kam da wieder einer und meinte, hey, ich hau dich mal an die Wettenscheckbegrenzung. Nur 7 Rennen in Folge haben wir gewonnen und das ist auch ein halbes Stück Arbeit, das hier in diesem Rennen zu schaffen. Startposition haben wir wieder. P11. Zehnter, Top 10 zumindest mal. Alter! Was da gibt Türme hier? Ich glaube, da hast jemanden wütend gemacht. Ach, kann passieren. Boah, was denn? Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja, das wollten die aber. Ah, geht jetzt Richtung Ziel, Fünfter. Und da müssen wir uns jetzt ranfalten. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. 2 Minuten 15 pro Runde, also das ist... ein langes Rennen, oder wird ein langes Rennen werden. Wird dann also dementsprechend auch eine lange Folge, aber das ist egal. Du möchtest also auf Kriegsfuß, du möchtest da auf Krawall, okay? So, jetzt brennt sich mich an der Kurve hier, hinter meinem Teamkollegen. Ich krieg schon mit ein bisschen Beschleunigung, aus Beschleunigung in den Ort kassiert, jawohl. Hab ihn. Zweiter. Dran. An der Spitze. Ah, okay. Das war zu optimistisch, da mal versuchen durchzukommen. Doppelführung mit Abstand. Achter Sieg in Folge hier. Fragezeichen, eine Runde haben wir gleich noch. Und
Bleib in Führung. Unter zwei Minuten. Hier haben wir dann wieder vier Rennen. Ja, aber ja. Sieg. Sieben Sekunden am Ende waren es. Ja, passt. Doppelsieg sogar. Rennen war zwei. Level 14. So, Barcelona. Okay. Na, es sind vier Rennen. Hallo, meine Damen und Herren. Ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen hier? Fantastisch. So machen wir weiter. Was sollten wir bei dieser Strecke erwarten? Ich bin ja ein großer Fan von Straßenrennen, Alex. Weißt du, sie haben einfach etwas, mit dem jeder etwas anfangen kann. Ich kann's kaum noch abwarten. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Und ich glaube, das Rennen geht gleich los. So. Alles klar. War ein gutes Rennen. Ja, schauen wir mal, ne? Das ist so ein Getümmel hier vorne oder hinten. Ein Auto habe ich ja schon mal geschnappt. Eins. Und jetzt auch 15, die vor uns sind. Mehr 14, die vor uns sind. Zwölfter. Ja, wenn ein bisschen Platz das geht's eigentlich, da kann man gut vorbei. Ja, eine Leiche. Ein bisschen konzentrieren, weil es hier verdammt anstrengend ist und verdammt schwer ist. Er hat keine Lust, uns da irgendwie vorbeizuwinken.
Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Ja, würde ich ja gerne. Wenn sie da mal ein bisschen Platz lassen können. Es gibt nicht viele Punkte. Oh, Alter. Jetzt habe ich ihn. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Na gut, weil ich ihn geholt habe oder was? Halt dich zurück. Ach, hast schon jemanden zur Weißglut getrieben. Ach, was? Ja, das war von mir. Oh, Alter. Lass dich. Die machen sich aber schön breit da vorne. Angriff! Aber voll eingebremst. Jetzt fehlt nur noch ein Auto, dann haben wir sie. Letzte Runde, letzte Chance. Kollegen davor mit zu kassieren. Sechste Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Jawohl, ja. Die Kollege kommt da gar nicht durch. Bin nur P15 fest. Yes! Zweite Rennen auch gewonnen. Rennen Nummer 8 in Folge. So, Rennen Nummer 3, Sydney. Ah gut, okay. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Und ich glaube, das sind die Frage ist, ob das wirklich reale Namen sind oder ob das nur so Fantasienamen sind. Ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die so heißen. Naja, wie auch immer sei, wir versuchen es vorne wieder nach vorne zu arbeiten. Wir haben 3 Runden Zeit. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Da
wollte ich eigentlich schön aus und zwei Jungen vorbei und der drückt mich dann wieder an die Hand. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gebracht. Ich kriege jetzt eine Zeitstrafe dafür. Aber wir sind vorbei, egal. Notfall mit Gewalt. Die Sonne macht sich ganz nicht unbedingt einfacher. Das Rennen ist das, glaube ich, erst. Ja, drei Runden, okay. Daher wird eine lange Folge werden. So, das wird jetzt die letzte Runde sein. Ja. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Die haben wir geholt. Wir haben jetzt einen guten Abstand nach hinten. 2 Minuten 3. Und da liegen schon Teile. Könnte fast unsere sein. Ist aber egal. Solange das Auto fährt, bin ich zufrieden. Es wird aber keine offizielle Strafe geben. Zumindest wurde mir nichts angezeigt. So, letzte Runde für heute. Überhaupt. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Weil wir haben noch ein Rennen danach, ne? Nur P16. Uiuiui. So.
Und jetzt geht's in die letzten Meter, die lange gerade noch. Und dann haben wir's. Und dann haben wir hier Rennen Nummer 9 in Folge auch gewonnen. Sehr gut. So, ein Rennen haben wir noch, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ein Rennen müssen wir noch haben. So. Ja, ein Rennen haben wir noch. Shanghai. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann sind wir nämlich durch für heute. Oder beziehungsweise mit diesem, dieser Serie, Aufnahmeserie. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr. Gut. Ja, es können nur wir sein, aber 15 andere haben was dagegen. Okay, eine schöne Nacht für ein Rennen. Aber bleib mit den Augen auf der Straße. Ja, ich hoffe es doch. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, hier ist alles andere als einfach zu überholen. Wirklich, gerade weil die Kuppen verdammt eng sind und viele, viele Autos da sind. Wenn das ein bisschen zerrt hat, geht's eigentlich. Ja, 12. sind wir schon mal. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. 9. da jetzt. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Na ja, gut, klar, dass der jetzt auf Krawall geht und dadurch zweimal wieder durchrutscht. Wir waren schon 5. Jetzt vorletzte Runde. Na, Frage nochmal. Zweite Runde. Du hältst gut mit. So, vorbei. So, jetzt keine Absicht, da wollte ich mit ein bisschen zu viel Gewalt ruhig. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Oh, schön außen vorbei. Und dann Führung. Jetzt sind wir zumindest mal am Feld durch. So, aber der Abstand ist schon nach hinten ist jetzt gut gewachsen.
Letzte Runde für diese Aufnahmesession hier. Schöne Strecke auf jeden Fall, definitiv. Aber wie gesagt, das gehört auf jeden Fall mit der Assetto Corsa. Der nächste Teil folgt. Ich habe ja auch extra die Ultimate Edition geholt, damit ich alle DLCs drin habe. Ob es da auch eine Karriere gibt, hoffen wir mal, dass es klappt. Wäre cool. Aber jetzt konzentrieren wir uns jetzt mal auf Gürtel. Das dauert sowieso noch ewig, bis wir hier nochmal durch sind. Aber wir jetzt gerade erst mit dem ersten Teil durch sind. Fast. Also zwei Rennen haben wir noch. Und dann haben wir diese erste Leiste durch. Und ich weiß nicht, 10, 12 Leisten sind das. Also haben wir viel, viel zu tun. Und jetzt konzentrieren wir uns jetzt mal auf diese letzte Runde hier in Shanghai. Letzte Kurve. Und dann. Ich denke, es ist die letzte Runde 1:45, 2:30. Also 10 Sekunden vielleicht noch. Müsste jetzt eigentlich die letzte Kurve sein. Und da vorne kann ich schon das Ziel sehen, die Ampel sehen. Und da ist das Ziel. Und wir haben es drin geschafft, liebe Leute. Platz 8 holt unser Teamkollege noch. Und auch das nächste Event haben wir hier haushoch gewonnen. Ja, es sind einige Strecken, die mir nicht so liegen. Diesen asiatischen Park, das ist nicht so meins. Aber die 16. sind jeweils geworden, nur. Das ist ja nicht so meins, aber es gibt auch wieder Rennen, wo ich dann sagen kann, ja, die gefallen mir doch eher. Und das sind diese Stadtkurse. Klar, da muss man jetzt vorbeikommen. Level 15 jetzt sind wir jetzt. Wir haben schon 2.232.125 Punkte, also gut Kohle, um neue Autos zu kaufen. So. Das Ding war sehr haushoch geworden. Nichts von unserem Teamkollegen zu sehen. Der hatte nicht wirklich die Schnitte. So, und dann sind wir durch für heute mit dieser Serie, mit dieser Touring-Serie. Also falls, heute wie gesagt, zwei Rennen haben wir noch. Die International DC One Specials fahren wir noch. Die fahren wir dann am Morgen. Fahren wir morgen, genau. Und dann geht's am Mittwoch weiter mit diesem Finale hier, diesem Showdown. Und dann fahren wir, und dann geht's mit Stockcar weiter. Hier, die nächsten Rennen, die ersten zwei Rennen am Donnerstag und am jeweiligen Montag, also das sind, wir machen immer vier hintereinander. Ja, und dann brauchen wir ein bisschen was. Dann kommen die Tuner, IGT, und dann kommt Fernando Alonso mit dieser Mini F1 Serie, die F1000. Und dann geht's weiter mit der Invitational, mit den Klassikrennen. Also es sind auf jeden Fall viel, das haben wir schon freigeschaltet sogar, cool. Aber das ist noch nicht da, so auch ein freigeschaltetes Rennen. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun noch, das ist klar. Und ich freue mich auf jeden Fall auch mit euch das ganze Ding anzugehen. Wir sehen uns heute von morgen wieder dann um 14 Uhr mit Grid und diesem International TC1 Special Championship. Bis dahin, tschüss.